besprechen. Da habe ich Zusammenstellungen gemacht und kann Ihnen auch die als Zusammenfassung geben. Das möchte ich gerne vorstellen und einmal kurz da durchgehen. Für mich war das sehr überraschend. Ich bin eigentlich jetzt sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Das war jetzt über das Semester. Wenn man da guckte, was sie gemacht hatten, wie viele abgegeben hatten und so, war ja relativ frustriert. Die wussten richtig, soll ich jetzt Druck machen oder nicht. Und dann auch an dem finalen Abgabepunkt waren nur 60% der Arbeiten, also zwei Drittel haben wir gemacht. Und jetzt ist es aber so, dass jetzt über 90% diese Dinge haben. Und ich habe jetzt einfach, bin da jetzt durch, da haben wir schon ein Schema und habe die Dinge als Note, als vorläufige Note, damit sie als zur Orientierung Ihnen gegeben. Eine Null steht da, wenn ich keine Ergebnisse habe oder wenn die nicht lesbar sind und so weiter. Manchmal sind Files, wenn Sie die nicht vollständig auf den Server gelegt haben, dann kann man die nicht lesen. Und dann habe ich die wieder rausgenommen. Sie müssen halt einfach gucken, dass Ihre aktuellen Dokumente da sind und so weiter. Und ich möchte das gerne relativ flexibel handhaben. Das heißt, die Noten, die Sie jetzt haben, sind vorläufig, damit Sie eine Orientierung haben. Und das wird erst am Ende, so wie ich das verstehe, von diesem Semester mit der schriftlichen Prüfung, die im Herbst stattfinden wird, zusammengepackt zu einer finalen Note und dann wird es auch eingetragen in die Datenbank. Das heißt, das ist jetzt zur Orientierung, damit Sie wissen, wie das ist. Es kann sein, dass das jetzt wirklich die Benotung ist. Es kann sein, dass Sie manche Files einfach nicht haben oder dass irgendwas gelöscht worden ist oder von irgendjemand anders irgendwas durcheinander gegangen ist. Gucken Sie das an, wenn Sie nicht zufrieden sind oder kommen Sie zur Sprechstunde. Das ist das Formal. So, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe Ihnen auf dem Server hier unter Ihrem Jahrgang, Ihr Jahrgang ist 2018, unter dem Herbstsemester hier drei ZIP-Files gemacht, die Ihnen eine SOM mit Ihren Arbeiten, jeweils den Übungen zusammenfassen. Die kann ich Ihnen kurz vorstellen. Die können Sie runterladen. So, was Sie haben, das erste ist eine SOM mit Büchern, das sind jetzt Zusammenstellungen von, ich weiß nicht, 130, 160 Architekturbüchern, die Ihr Vorgängerjahrgang gescannt hat als Übung. So, und wenn Sie das runterladen, das sind 1,5 GB. Das sind Bücher, wie Sie das eben auch durchgemacht haben. Und die habe ich auch schon runtergeladen und packt. Und die habe ich einfach in meine Library reingepackt, unter Ihr Semester. Ja. Dieses Semester, hier sind die Bücher und hier habe ich eine ID gemacht, so wie das in den Tutorials ist. Sie brauchen da nicht viel tun und auf dieser ID steht, wie man diese Bücher in Ihre Datenbank reinpackt. Die müssen hier ein Update auf das Filesystem machen, das ist dieses Kommando, dann setzen das Directory, gucken, welche Bücher das alles sind. Das sind die Titel von den Büchern, die Ihre Kollegen gemacht haben. Und dann setzen Sie das in die Datenbank hier. So, das ist einfach Schritt für Schritt. Ich mache es gleich bei einer kleinen, das dauert sehr lange, weil das viel ist. Ich mache es gleich bei einem kleineren Beispiel vor, wie der Mechanismus ist. Wenn Sie das haben, dann haben Sie jetzt hier eine wunderbare Übersicht über 130 Architekturbücher. Gehen da jetzt rein, so wie wir das gemacht haben. Was ist das jetzt? Okay. So, jetzt zoomen Sie in diese Zelle, die wir gerade angeschaut haben. Also in jeder dieser Zelle sind immer noch 200 bis 300 Paragraphen von den Büchern. So, und dann gehen Sie jetzt hierher. Jetzt geht es um History, American, Jefferson, Cleric. So, gehen Sie daher und kriegen jetzt hier die entsprechenden Zitate, kommen in das entsprechende Buch und haben diese Seiten.
was ich nicht dazu gemacht habe, weil wir da in Terabyte-Daten reinkommen. Da muss ich noch eine Lösung finden. Ich denke aber, ich weiß jetzt, wie man das machen muss, dass sie die ganzen PDFs und Scans und so weiter nicht auf ihrer Festplatte haben, sondern dass wir die auf unserem Server wie auf der Cinotheca einfach zugreifbar haben, sodass sie nur noch diese Mathematiker-Dokumente, das heißt sowas wie ihr persönliches Notizbuch über dieses Buch, dass sie das runterladen, das sind etwa 10, 15 Megabyte, das ist handhabbar. Und wenn sie dann in die externen Referenzen gehen wollen, zur Source und so weiter, oder zur Bilder-Source, zum Original, dann holen sie sich das automatisch vom Server. Das muss ich noch bauen. Das ist jetzt nicht dabei. Aber Sie sehen, Sie kommen jetzt hier in einen sehr großen Korpus von Büchern auf die Art und Weise rein, wie wir das jetzt an vielen Stellen vorgestellt haben. So, das können Sie runterladen und Sie haben jetzt, das ist sehr schön, 120, 130 Bücher mit 1,5 Gigabyte. Das ist eine gute Größe. So, das ist das Erste. Und entsprechend habe ich Ihnen das auch gemacht. Gehen wir nochmal hierher. Hier für Ihre Übung 2. Übung 1 habe ich noch nicht zusammen, da Ihre ganzen Aufsätze habe ich alle übersetzt auf Englisch. Mit dem Programm geschrieben, was das macht. Und dann habe ich die angefangen, auch das, die zusammenzupacken und zu gucken, wer von ihnen Freund ist und so weiter. Ja? So, da habe ich aber ein paar böse Bücher drin, die hauen mir immer irgendwie, also irgendein blöder Fehler, das dauert lange, dass ich das finde. Das habe ich nicht geschafft, dass ich Ihnen das, das kriegen Sie, das ist dann an dieser Ort und ich kann es in der nächsten Vorlesung, kann ich Ihnen das zeigen. Also wie das mit den Autoren in den Büchern machen, habe ich mit ihren Interviews das auch gemacht. Ich habe sie alle übersetzt. Ich kann Ihnen das auch zeigen, dass das einfach geht. Es geht immer auf Knopfdruck, kriegen Sie das übersetzt und machen ein neues Notebook in Englisch. Und habe ich da eine Song gemacht und dann kann man fragen, was zu welchem Thema, wer ist mit wem Freund und so weiter. All diese ganzen Geschichten, die Sie mit der Bibliothek machen, haben wir mit Ihrem Semester gemacht. So, und dann kann ich Ihnen jetzt so eine Map machen, wie Sie untereinander sich clustern, je nachdem, was Sie geschrieben haben. So, das ist aber noch nicht fertig. So, was jetzt fertig ist, ist hier die Übung 2 mit ihren ersten Renderings. Das ist hier, das ist nicht groß, 230 Megabytes. Wenn Sie das runterladen, sieht das hier bei mir so aus. Ich habe es in meine Bibliothek gesteckt, unter ihr Semester und dann habe ich hier die zweite Übung und da sind sie alle. Ich habe dann ihre Dinge normalisiert. Hier ist jeweils ihr ein Bild von ihrem Rendering und dann der Blender-File. Und dann habe ich diesen Namen hier vorne normalisiert, immer Matrikelnummer und Name. Und wenn Sie, ich hoffe, dass das irgendwie mit dem Datenschutz kein Problem wird. Ich finde das eigentlich okay. Das ist ja immerhin auf dem, ich denke, Sie kriegen ja schon irgendwo Listen, wo der Name und die Matrikelnummer irgendwie zusammensteht, machen Sie Foto, haben Sie die Daten auch. Ich weiß es nicht. Machen Sie nicht zu viel Theater, sonst muss ich das anonymisieren und dann ist wieder der ganze Spaß weg. Ja? Ich habe aber die Noten nicht dabei. Das habe ich extra rausgemacht. Also wie ich das benotet habe, habe ich gelöscht. Ja? Weil meine Noten sind dann auch immer da drin in den Namen und dann suche ich die automatisch zusammen, was da ist und so weiter. So. Hier habe ich jetzt einen Parser geschrieben, wie ich das mit dem Internet auch gemacht habe. Der sieht dann so aus. Und dann habe ich, der Code, wie man das machen kann, steht hier oben, können Sie lesen, wenn Sie möchten. Aber ansonsten habe ich hier Ihnen ein Notebook gemacht. Sie können das jetzt auch hier schön formatieren. So. Wo sie dann alle stehen und dann kann ich hierher und sehe das und ich kann jetzt hier die Source angucken und ich kann in den Blender gehen. So, und so habe ich dann auch mir das angeguckt, ob sie das hier alles richtig und wie klug sie das gemacht haben und so weiter. Und da muss ich sagen, dass das nächste Schritt, da bin ich wirklich überrascht, dass sie, wenn man sich das anguckt, wirklich zu 60, 70, quasi zwei Dritteln diese komplizierten Strukturen im Blender irgendwie bewältigt haben. So, dass ich wunderbar finde. Weil
Wenn Sie dann die Hierarchien, die Layers, die Clusterungen und die Vererbungen, die Bibliotheken, wenn Sie das gedanklich auseinanderhalten können und Ihr Gebäude damit, das braucht etwas Übung, aber jetzt haben Sie das, denke ich, zu zwei Dritteln haben Sie das offensichtlich gemacht und irgendwie gelernt, dann wissen Sie, wie man das machen muss, damit man im Büro nicht durcheinander kommt. So, und jetzt kann man es ein bisschen üben, aber so sind die Strukturen und mehr gibt es nicht. Das ist auch wichtig zu wissen. So, und Sie haben das zu zwei Dritteln offensichtlich getan. Es gibt nicht mal, habe ich ein bisschen Angst gehabt, viele Redundanz, also eigentlich nicht. Also Sie haben das schon offensichtlich wirklich weitgehend selber gemacht. Man kann sich da helfen, klar, aber es ist Ihre originäre Arbeit. Und ich bin da sehr zufrieden mit. Es gibt eine Reihe von Beispielen von Kollegen, die wohl mit CAD zurechtkamen und einfach einen normalen CAD-Plan gemacht haben. Und die sind im Verhältnis sehr schlecht. Da gibt es immer nur die Objekte und da gibt es eine Riesenmenge Latte von Objekten, die sind auf Layern und das ist es. Und das sieht man. Das sind dann schöne Objekte, die sind gut gerendert und die haben keine Struktur. So. Das heißt, sie haben viel Handarbeit, wenn sie, darum geht es einfach beim CAD, dass sie diese Handarbeit wegkriegen, wenn sie einen vernünftigen Plan machen. So, und das haben sie alle gelernt und das finde ich schön. Das war unter dem Semester nicht so ganz klar, ob das aufgeht, dass sie sich das reinziehen oder nicht. So, und da bin ich also sehr zufrieden mit diesem Ergebnis. So, also so komme ich jetzt dann immer nach Blender. Das ist also hier so ein Dokument, das können Sie runterladen. Und jetzt habe ich Ihnen, ähnlich wie jetzt in der letzten Übung, hier soll ich einen Identifier gemacht, der jetzt die eine Sonde verbaut für den Text und also in dem Fall nur für die Bilder, die Sie da haben. So, und so geht das jetzt hier, wie Sie wenn Sie das jetzt, dieses ZIP-File runtergeladen haben, das installieren wollen auf Ihrer Datenbank. Dann geht das so, dass Sie hier den Namen von Ihrem Dokument haben müssen. Sie müssen, weil Sie, das geht sonst im Hintergrund, aber da gibt es manchmal Probleme, dass Sie jetzt schnell auf diese Hyperlinks hier, dass das hier so schnell funktioniert. Dafür habe ich ein Programm geschrieben, was all die ganzen Verweise in dem Filesystem hat. Und Sie können jetzt die Files irgendwo in Ihrer Bibliothek hin und her schieben und da findet ihr immer ganz schnell, egal in welchem Verzeichnis Sie die haben. Dafür muss ich aber ein eigenes Verzeichnis bauen. So, und das habe ich, und dieses Verzeichnis wird hiermit erstellt. Das heißt, er geht jetzt in die ganze Bibliothek durch und guckt, wo sind welche Files, in welchem Directory. Und macht davon eine Liste. Kann ich Ihnen auch zeigen. So, das, und dann, sobald Sie neue große Pakete da reinmachen, ist das gut, das zu machen, dann sind Sie ohne Fehler. Und das ist hier MTP-NWS und das ist das Verzeichnis. Da steht hier, dass hier Ackermann CVA ist in diesem Verzeichnis. Architecture ist in diesem Verzeichnis. Und weil ich da immer nachgucke, brauche ich nicht lange suchen, sondern weiß immer, wenn ich nur das hier sage, da muss ich suchen. Und weil ich das so mache, kann man auch die Dinger in Ihrer Bibliothek beliebig sortieren und immer wieder umsortieren, in beliebigen Hierarchien machen, ist alles egal. Aber ich muss dieses Update machen, damit die Liste neu erzeugt wird. Dadurch ist das dann sehr schnell. So, das ist auch automatisiert, das heißt, wenn er etwas nicht findet, aber dann dauert das immer lange und dann muss er immer wieder neu suchen. Das ist nicht so lustig. Das heißt, wenn Sie das einmal an den strategischen Stellen richtig machen, haben Sie es ohne Stress. So, das sind Tricks, die überall auch sind, in dem Betriebssystem und so weiter. So, jetzt sagen Sie, wenn Sie das so haben, dass Sie das einfach hier, dieses Notebook hier in unser Verzeichnis, das ist das Buch mit unseren Bildern, das möchten Sie gerne in die Datenbank machen. Das können Sie entweder machen, indem Sie das hier reintippen, oder Sie können das von einem anderen Notebook aus machen. Hier, und dann sagen Sie, das soll dieses Notebook sein, was ich in die Datenbank bringe. So, jetzt machen Sie das und jetzt scannt er da die 30 Megabyte von dem Dokument mit Ihren ganzen Renderings und bringt das in die Datenbank.
Der Befehl ist immer so, dass Sie die alten Dokumente, komplett die alten Einträge von diesen Dokumenten in der Datenbank rausnehmen und alles Neue da reinlegen. Sodass, wenn Sie dann editieren hier drin, dass hier dieser Befehl ist wie ein Save von dem Dokument. Das heißt einfach Save. So. Das sind jetzt 1001 und hier. Diese Einsen heißt immer jeweils eine Zelle erfolgreich in der Datenbank gespeichert. So, das heißt, wir haben jetzt hier ungefähr 1000 Fragmente, die alle jetzt in der Datenbank sind. Und damit ist jetzt dieses neue Ding oder Ihre neue Bibliothek in der Datenbank und damit kann man jetzt, dann kann man mit der SOM arbeiten. Die geht dann hier so, Sie geben dem irgendeinen Namen, wie Sie das haben, und sagen einfach Create SOM, gehen hier drauf, in die zweite Übung, nehmen wir diesen ganzen Ordner mit ihrem Zeug und sagen Choose. Jetzt machen wir dann 6 auf 6, oder damit es anders wird, machen wir mal 7 auf 7. Und dann hat er 230 von Ihren gerenderten Bildern und fängt die an so zu indexieren mit dieser KI-Technik, die wir auch noch verbessern werden, um dann, jetzt ist das dieser Name hier und hier kann man es laden, wenn Sie es nicht neu rechnen wollen, dann können Sie es laden mit diesem Kommando, müssen Sie dieses SOMI laden und hier sagen Sie jetzt, dann haben Sie es hier geladen und hier sagen Sie Show auf dieses Element, Create und dann kriegen Sie das neue Ding angezeigt. Und wenn Sie jetzt hier schauen, sind 4 von diesen Elementen, die man hier anschauen kann, gehen Sie hierher, dann sind Sie hier, Image Source ist das. Und wenn Sie gucken wollen, wie es gemacht ist, gehen Sie hier nach Blender und dann kriegen Sie das so. So, das ist schön, ne? So, gleiche habe ich gemacht für die dritte Übung. Und da ist es eigentlich noch interessanter, weil Sie dann sehen, wie das zusammengebaut ist und so weiter. Dann können Sie das jeweils als Bibliotheken benutzen und so weiter. Aber Sie sehen jetzt, wie dieser Mechanismus funktioniert. Machen wir mal eben das Open auf die dritte Übung. Das ist die Identity immer. Das ist dieses Buch mit ihren ganzen Gebäuden und Renderings. Ist nicht so gut. Ist okay. So. Aber im Buch, ich bin eigentlich zufrieden. Das ist ein wirklich schöner Schnitt. So. So, und jetzt zeige ich Ihnen wieder die SOM dazu. Die sieht dann so aus. So, Sie können sich angucken, was ist. Und reingehen, sich das angucken. Ja? So habe ich das gemacht. Über die vierte Übung, das finde ich. Und das ist ein bisschen leider etwas entgleist. Aber es ist ja ohnehin. Also wir lernen das hier nicht, deswegen ist eigentlich müssen Sie tolerant an dieser Stelle. Also Sie sollen ja lernen, mit dieser Maschine umgehen zu lernen. Sie sollen nicht produktiv werden wollen jetzt damit. Und Sie sollen eine Idee kriegen, was man mit Computern machen kann, und das heißt immer die Dinge, die normalerweise so ausgelegt sind, immer miteinander, so wie ich das jetzt hier mache, immer miteinander verknoten, immer wieder miteinander, alles miteinander verknoten. Das ist das, was passiert. Und Sie sollen dafür ein Verständnis kriegen, dass das geht. Und Sie kriegen dann auch in der Ausbreitung von den Dingen, so wie man üblicherweise arbeitet, da haben Sie Arbeit und dann haben Sie am Ende vom Tag wirklich was geschafft. So. Arbeit ist im Computer ja weg, das habe ich Ihnen erzählt. Im Computer gibt es keine Arbeit mehr. Das macht der Computer. So. Und was Sie haben, sind immer diese zirkulären Dinge. Und da hängen Sie immer an Fehlern.
wie Sie das drehen, damit Sie an der einen strategischen Stelle eine Veränderung machen, damit der Ganze wieder ausgefaltet wird in ein richtiges Gebäude. So geht das. So, deswegen ist die Arbeit weg und deswegen sitzen Sie immer am Schwierigsten. Das ist ein bisschen frustrierend. Und das ist aber konstituierend für die Arbeit, die Sie erwartet und die am Computer ist, dass Sie diese Bodyjobs gehen alle weg. Und das bedeutet, weil das mit den Maschinen ist. Und die werden immer überlegen müssen. Und überlegen heißt immer Fehler zu machen. Und das ist blöd, ja? Wenn man arbeiten will. Und einen guten Tag Arbeit haben will, sich dann ausruhen will und wie jetzt. Das gibt es alles nicht. Immer frustrierend, weil man das nicht fertig gekriegt hat. So, und in dem Sinne ist das jetzt, dass Sie üben, mit diesen Vorstellungen umzugehen, jonglieren mit dieser merkwürdigen Schreibweise, die man ausführen kann. Und dafür ist das gut, das zu trainieren. Und das habe ich Ihnen wiederholt erzählt. Es geht darum, dass Sie ein Mindset bekommen, dass Sie sagen, so muss das gehen. Und dass Sie dann lernen, das wertzuschätzen und irgendwie verstehen, wie das mit den Computern geht. Das zu machen und aktiv zu werden, wird schwierig. Das können Sie nicht in Ihrem Studium regulär lernen. Es dauert leider 2-3 Jahre, Vollzeit dabei zu sein. Das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist, dass Sie verstehen, worum es mit den Computern geht. Eben diese Dreher. Und deswegen das alles üben. Deswegen es ist ganz normal, dass das immer alles nicht funktioniert. Man kann sich aber auch fantastische Sachen vornehmen. Ja? Aber wenn es dann funktioniert, geht es immer. Fantastisch. So, nichtsdestotrotz haben 20% von Ihnen, das heißt, ich habe wirklich 40, über 40 Abgaben, die das alle hingekriegt haben, die vierte Übung. Und da muss ich sagen, Respekt, das ist wirklich super. Das hätte ich überhaupt, ich habe mich nicht getraut zu gucken, weil ich dachte, Mist, das hat sicher nicht funktioniert. Aber dass das 25% von Ihnen einfach hingekriegt haben, mit vielen guten Ergebnissen, das finde ich großartig. Das ist wirklich kompliziert gewesen und das haben sie gut gemacht. Hätte ich nicht gedacht. So. Haben wir das. Haben Sie noch Fragen zu den Übungen? So, ich möchte das ein bisschen entspannen dieses Semester, mit den müssen wir die Übungen machen. So, diesmal werden wir kleine Sachen machen. So, also heute werde ich Ihnen Bildbearbeitung mit Mathematiker vorstellen, dass Sie sowas wie Photoshop automatisieren können und dann immer wieder machen können. Und da sollen Sie ein kleines Programm schreiben, was Bilder kurz bearbeitet. Sie haben ein Ausgangsbild, das bearbeitet und dann haben Sie ein Ergebnisbild. Einfaches Programm, das Sie ein bisschen mit den Bildbearbeitungsmöglichkeiten von Mathematiker zurechtkommen mit der Art von Dokumentation. So, das werde ich Ihnen jetzt vormachen und erklären. So. So, was ich haben möchte, ist dieses hier. Wir sollen ein kleines Programm schreiben. Das sind nachher 3, 4 Zeilen, 5 Zeilen Code, die Sie zusammen kopieren können, wo Sie aber das verstehen müssen, wie es zusammenhängt. Und dann sollen Sie das Programm auf 3 Bilder anwenden. Sie sollen Anregungen und den Code dafür kopieren aus Image Processing. Das ist ein Guide von Mathematiker, da steht drin, was man mit Bildern alles machen kann. Ich möchte, dass Sie das nicht angucken, hier ist alles Mögliche. Und hier können Sie zum Beispiel Color Manipulation und dann steht jetzt hier, was man so machen kann. Das sind alles so Beispiele, was man alles machen kann. Und hier sehen Sie, wie man wieder in der jeweilige Code ist und den müssen Sie halt zusammen kopieren, um etwas zu tun. Gucken Sie sich das ein bisschen an und kombinieren Sie das in eine Dreiergruppe, sodass Sie gute Ergebnisse kriegen.
So, ich möchte gerne, dass Sie wieder ein Mathematiker-Notebook schreiben, was Ihnen diese zwei, drei Schritte kurz beschreibt, wofür die da sind, worauf das referenziert, wo Sie die Anregungen hergeholt haben. Ja, und machen das mit mindestens drei solcher Schritte. Und dann möchte ich wieder gute Bilder, also Ergebnisse in guter Auflösung haben, mit drei Ausgangsbildern, die alle auf die gleiche Art mit dem gleichen Programm bearbeitet sind und dann ein attraktives Ergebnis bilden. So, dann geht es hier bei der Bewertung um den Schwierigkeitsgrad, die Qualität der Dokumentation und dann die Qualität vom Ergebnis. So. So, und jetzt werde ich Ihnen eine Reihe von Techniken erklären, wie man mit Bildern in Mathematica umgeht und wie die Formate dazu sind. So, ich habe hier für die verschiedenen Medien, die werden hier bei Media, da werden Sie mehr von uns, jetzt um Images und Colors hatten wir letztes Mal, hier geht es um Text, Videos und ich werde Ihnen noch mehr von diesen Medien machen, die sind alle ungefähr so aufgebaut, dass ich Ihnen sage, wie kann ich jetzt ein Bild in Mathematica reinbringen, wie kann man es editieren, was kann man damit machen und wie kann man es nachher abspeichern wieder. So geht es immer so, dieser Kreislauf. Ja, Import, Create, Working With, Translating, Saving. So, und das ist jetzt eine Basic Tour. Wir haben jetzt zum Beispiel Import, ist vollkommen einfach. Es gibt jetzt hier die Formate, da können Sie nachlesen, da haben wir mal letzte Woche drüber geredet. Sie sagen einfach Import, Sie machen jetzt eine URL hierher, wie Sie die aus Ihren Webbrowsern her kennen und kriegen das sofort geholt. Hm. Nicht mehr. Ich mag ja immer, das ist Gerhard Richter, Betty. So, das ist hier Sie. So, und dann holen Sie sich jetzt hier Copy Image Address. Jetzt haben wir halt eine andere. Packen die hier rein und holen die. So. Ja, ne? Einfach ganz nicht sein. So. Image Editor. Wenn Sie jetzt hier sagen, wir haben jetzt hier Betty und jetzt hier draufklicken, dann können Sie hier direkt das Ding bearbeiten, mit als Editor, Rudimente davon. Sie kriegen zum Beispiel jetzt hier die Koordinatenlupe, Sie können jetzt auch hier, gucken sich da ein bisschen an. Das ist auch eine Art wie von Effekten, die Sie machen können. Und wenn Sie sagen, das Apply, dann haben Sie das direkt hier. So, in Ihrem Notebook. So, das ist der Editor. Sie können von Betty jetzt die Dimensionen, das sind die Datenformate. Wir hatten ja jetzt hier auch Image Data von Betty. Dann kriegen Sie jetzt hier ABB, diese 673 Zeilen und das ist ein Array, was Ihnen die Farbwerte hat. Und damit müssen Sie drauf gehen, wenn Sie das Pixel für Pixel bearbeiten wollen. Und das sind die Dimensionen davon. Wenn Sie zum Beispiel ein Bild vergrößern oder verkleinern wollen, dann sagen Sie hier, das können Sie hier mit diesen Werkzeugen hier immer schauen, was gibt es für verschiedene Aufrufe mit unterschiedlichen Parametern. Sie können hier immer in die Dokumentation gehen. Da stehen die, was Sie damit machen können. Und dann gibt es hier so Guides, Image Processing and Analysis und dann gehen Sie hier, Image Compose und dann können Sie gucken, was man so alles machen kann. So, was ich jetzt hier mache, Image Resize auf die Größe 24 und das hier, das Prozent sagt, das ist Betty Small
und das Prozentzeichen zeigt das Ergebnis von der letzten Zeile, oder ich sage, das ist pretty small, so, das möchte ich jetzt gerne haben. Dann sehe ich jetzt, dass das auf 24 in der Horizontalen verkleinert ist und dann das um den Faktor 6 vergrößert ist in der Darstellung. Dann haben Sie das hier so. Sehr einfach. Einfacher geht es nicht. Und auch direkt. Und das ist eigentlich schön mit den Bildern, dass Sie ein bisschen trainieren, wie dieser, dass Sie selber anfangen, etwas zu schreiben mit dem Code. Weil Sie unmittelbar ein Ergebnis sehen und das ein bisschen kontrollieren können. Und das ist nie komplex in der, anders als bei Grafik, ist das nie komplex in der Struktur. Color Convert, Grayscale, jetzt haben wir BTS, jetzt haben wir das auf Grayscale. Histogramm. Edge Detection. So, jetzt hier stehen die Betty. Edge Detect, gucken nach, was das ist. Um jetzt so Ideen für Ihr kleines Programm zu finden. Hier sehen Sie Beispiele, hier sind noch mehr Beispiele. Jetzt sagen Sie Betty Edge Detect 1, das mit einer Auflösung von 1, 2 oder 7, das heißt 1, 2 und 7 können Sie darstellen, das ist Edge Detect. Color Negate, normal ist das, wie Sie das hier sehen, weiße Linien auf schwarzem Grund. Color Negate macht dann, das können Sie auch hier schauen, so geht das immer, schwarz-weiß austauschen. So, Image Size, so und dann sagen Sie Row, das ist normal jetzt eine Liste. Und um das schön als eine Reihe darzustellen, machen Sie Graphics Row, auch das können Sie nachgucken. Und dann kriegen Sie dieses Ergebnis. So, hier zum Beispiel, Color Quantization ist wieder das gleiche, also ist die gleiche Struktur wie dieser Code, um das darzustellen. Aber jetzt geht es nicht um Edge Detect, sondern um Color Quantize. Und zwar 2, 4 und 6 Colors. Und das, was jetzt passiert ist, dass Sie das Bild auf zwei, auf die clustern das einfach in 2, 4 oder 6 Teile, die ganzen Pixel, clustern das und dann machen Sie immer die Mittelwerte von den Clustern. So, diese GIF-Kompression, die funktioniert so. Und die Farben im Internet, die Farbschemen, da haben Sie 256 verschiedene Farben. Dann wird ein Bild immer auf 256 verschiedene Farben geclustert und dann kriegt jedes Pixel nur noch ein Byte. Und damit haben Sie es sehr kompakt. Und dann sagen Sie, wenn Sie eine rote Fläche haben, dann haben Sie das Byte, also sind nur 8 Nullen und Einsen, mit dem können Sie eine von 256 Farben, was immer das für Farben sind, beziffern. Dann ist das zum Beispiel Farbe 53. Und dann sagen Sie, das geht, das nächste Byte heißt wie oft. Das heißt 256 Mal. Brauchen wir 2 Bytes, um 256 Mal die gleiche Farbe zu machen. Das geht immer 1 Byte die Farbe, 1 Byte wie oft. Farbe wie oft, Farbe wie oft. Und das ist die GIF-Kompression. Sehr einfach. So, Web Image Search, das sind jetzt hier eine andere Klasse von Daten. Jetzt können Sie zum Beispiel sagen, hier, ich von Gerhard Richter, 1977, Web Image Search machen und ich möchte maximal Item 1 machen, aber das ist ja ein bisschen blöd, also gucken wir mal, was da kommt. Was ist denn das jetzt? Sie können jetzt auch 26 machen oder 120 und dann kriegen Sie das ist ein Dataset von diesem Bild mit Titel, Webadresse und so weiter. Um da ranzukommen, können Sie jetzt von Data nehmen. Hallo. Was jetzt?
So, nehmen wir jetzt hierher. So, sind wir wieder hier. So, und jetzt sagen Sie, die haben wirklich einen Bug. Okay. So, machen Sie hier Data von, jetzt sind wir wieder hier, er hat es wieder vergessen. So. Data von 1. Dann kriegen Sie die erste Spalte. Das sind die Schlüsselwörter und das sind die Spalte, wie bei Excel. Und dann haben Sie das Bild zu einem bestimmten Schlagwort. Jetzt gibt es hier zum Beispiel Face Recognition. Ja. Oder es gibt hier Klassifikation, das ist auch interessant. Das ist so etwas, wie wir mit der SOM gemacht haben. Sie trainieren Schriftzeichen, also Bilder, und sagen, dieses Bild entspricht der 2, dieses Bild entspricht einer 5, und dann haben Sie hier eine andere 2, ist aber auch 2, und dann diese 2 ist auch so. Und das trainieren Sie, wie unsere SOM. Machen wir das hier. Und die nennen das Classify. So, das ist sowas. Hier, da haben Sie ganz viele, gucken Sie sich das an, wie das angeboten wird in Mathematica. Und jetzt können Sie hier etwas malen und dann fragen Sie, was das ist. Weil er Beispiele hat und dann sagt er mit höchster Wahrscheinlichkeit ist eine 4. So, und so können Sie Bilderkennung trainieren. So, das ist ein einfaches Beispiel, wie das geht. Wenn Sie lesen wollen, wie das geht, bis in alle Raffinessen, starten Sie mit Classify. So, deswegen habe ich Ihnen diese Tour gemacht. Dann gibt es, das hatten wir letztes Mal auch, 3D-Images. Dann haben Sie nicht eine Farbe in Linien und Zeilen, sondern Sie haben dann auch noch Säulen. Und dann kriegen Sie 3D-Bilder und die können Sie auch, so machen wir jetzt hier, die sind schön, die können Sie nämlich drehen. Ja. Ist der Teufel drin heute? So, jetzt, ja, Sie können, ja, na, eigentlich, hier, Sie können das Ding drehen. Als Bild. So, und wenn Sie diesen, was Sie da bei uns am Institut haben, diesen großen Sanddrucker und so weiter, das ist ja eine Maschine, die anders als diese Linien, die Sie von dem Kleber mit dem Fuser, haben wir diesen Sanddrucker. Der geht einfach so, dass der immer fein Sand aus oder Mehl auszieht, eine Schicht von Krümeln. Und dann läuft da wie ein Tintenstrahldrucker mit diesem Piezo, die immer so kleine Spritzer machen. Das ist ein Tintenstrahldrucker, wird der immer mit so einem Raster von den Farbdüsen. Und die sind Piezo. Piezo heißt, dass sie, da sind Piezo-Kristalle drin. Piezo-Kristalle, wenn man da Strom anlegt, dann kriegen die eine andere Form. Und damit haben die Pumpen gebaut, mit denen man so kleine Farb. So, dann ist die Farbe immer in dem Röhrchen. Und dann, wenn sie da Strom anlegen, zieht sich das Röhrchen zusammen, ganz schnell, und spuckt so einen kleinen Farbspritzer raus. So, und davon haben sie ganz viele. Nebeneinander mit Farben angeschlossen. Und dann fahren sie rüber und die spucken immer. Das sind diese Druckköpfe, die da ein bisschen eintrocknen und dann nicht mehr spucken können und so weiter. So, das kennen Sie von zu Hause. So, und jetzt haben Sie diese Drucker, die machen mit so einem Rechen einmal eine Lage Mehl oder Sand und dann gehen Sie mit so einem Piezo und im Prinzip ist das, es ist Zuckerwasser. Also sie spritzen einfach Zuckerwasser darüber. An den Stellen, wo sie die
das Mehl oder die Sandkörner zusammenkleben wollen. Und dann machen sie da immer Zuckerwasser drüber. Und dann machen sie wieder eine neue Lage Mehl, wieder Zuckerwasser drüber. Immer so spritzen. Und einfach nur die einzelnen Körnchen einspritzen. So, und das ist exakt das, was sie da mit diesem Datenmodell haben. Also immer bei einer Null eben nicht spritzen und bei einer 1 spritzen. Ist alles. Und wenn sie das Lage für Lage machen, haben sie diese Art von Steinstrukturen und so weiter. Die werden dann rausgegraben, aus den Nullen werden die Einsen rausgepustet. Und dann muss man es fixieren mit einem Kunstharz und so weiter, damit es nicht wegbricht oder wasserfest wird und so weiter. Und dann haben sie diese Figuren, die bei uns rumstehen. Das ist direkt das Datenmodell. Und das sind Voxeldaten, das sind dreidimensionale Bilder. Und das hier ist jetzt so eine Darstellung davon. So, das ist eine Tour. So. Ich glaube, jetzt ist. Dann gehen wir einfach ins Detail. Ich glaube, wir machen einfach jetzt 10 Minuten Pause und dann fangen wir um 20 vor wieder an. Danke. Okay.